Hallöchen, willkommen zurück zu Guild Wars 2 End of Dragons. Ja, es geht weiter mit der Story von End of Dragons. Wir bekommen jetzt immer so in, ich weiß gar nicht, wie genau ArenaNet das geplant hat, aber in nicht so großen Abständen immer so kleine Story Schnipsel, Erweiterungen geliefert. Und das in der End of Dragons Story halt. Und nicht als separate lebendige Welt. So ist das angedacht. Deswegen ist die nächste aktuelle Story auch hier unter End of Dragons drin. Warum jetzt hier, also die heißt in den tiefsten Tiefen, warum dieses Kapitel bei mir jetzt hier schon mal gemacht wurde von mir und ich es trotzdem jetzt aufnehme, von vorne, das erkläre ich jetzt gleich. Mir sind kleine dumme Fehler unterlaufen, deswegen habe ich auch schon ein bisschen was von der Map gesehen. Die Story kenne ich auch schon, die jetzt hier ist, die ist auch nicht lang, ne, weil das immer so kleine Story-Abschnitte sind. Nach dem letzten Kapitel, was eigentlich Kapitel 15 war von End of Dragons. Das ist eigentlich das letzte reguläre Kapitel gewesen von End of Dragons aus der Erweiterung. Und ab 16 gehen dann so die kleinen Story-Updates dann weiter. Ja, also, ne, und da ist wieder ein kleiner Fehler unterlaufen. Also, der Folgendes ist wieder unterlaufen, deswegen kenne ich die Story schon. Das ist halt sehr kurz, ne, alles, aber trotzdem, ich kenne die Map schon ein bisschen, nicht alles, weil ich noch nicht alles aufgedeckt habe. Das liegt halt daran, dass es bei Windows, also gab es ein neues Update. Und es gibt bei Windows ja immer so Updates, die sind klein und sind, ja, also sind halt klein und machen nur ein paar Bugfix und so weiter und so fort. Und dann gibt es Updates, die sind, ja, ich sag mal so, die dauern auch nicht lange zum Installieren, aber sind an sich schon ein bisschen größer oder machen schon mal ein bisschen mehr. Und diese Updates, die sorgen manchmal, bei mir zumindest, auch dafür, dass meine Sound-Settings in Windows, also meine ganzen Einstellungen, welches Device ist jetzt das Standard-Device für Ausgabe und Eingabe und so weiter fort, zurück auf Standard gesetzt wird. Das habe ich leider nicht gemerkt und habe dann komplett alles komplett ohne Ton aufgenommen, weil OBS dann nämlich auch keinen Ton mehr erkennt, wenn das nämlich passiert bei Windows. Ja, und das ist natürlich nicht so schön. Deswegen wiederhole ich dieses Kapitel jetzt. Das ist das Schöne daran, man kann die Kapitel ja zum Glück alle nochmal wiederholen, deswegen das ist jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen unschön ist, dass ich jetzt auf eine Map raufkomme, die schon ein bisschen erkundet ist, aber ich sag mal so, beim nächsten Mal achte ich ein bisschen mehr darauf, dass das alles hier auch richtig funktioniert, einen Ausschlag hat. Bevor ich dann starte, und dann sollte das auch alles, sage ich mal, nicht mehr passieren. Ist ja auch die Ausnahme, ne? Sonst ist es mir ja eigentlich eher nicht passiert. Ja, in den tiefsten Tiefen heißt das, in tiefsten Tiefen, nicht in den tiefsten Tiefen, weil ich habe immer so ein bisschen den Drang, in den zu sagen. Und dann geht die Geschichte jetzt ein bisschen weiter. Was jetzt ist mit der Lehre oder sowas in der Art. Wir wissen noch nicht viel. Was wir wissen ist ja, dass es ein neues Add-on ja noch in Planung ist. Und ich hoffe mal so ein bisschen, dass jetzt die Story, die jetzt erzählt wird, so ein bisschen dieser Übergang zum nächsten Add-on ist. Das wäre ganz schön natürlich. Ja, mal sehen. Ne? Und auch hier nochmal der Disclaimer, wie bei der Eisblutsaga auch. Bei der Eisblutsaga sind ja die Sachen ja auch so ins kleine Häppchen gekommen, so, ne? Die Eisblutsaga waren nicht geil, aber da ist es ja auch so passiert. Und ja, man muss es so sehen, ja, die einzelnen Teile, die jetzt kommen, sind ein bisschen kurz, aber das Gesamtpaket ist dann wieder, sieht dann wieder ganz anders aus, wenn man das komplett in einem Rutsch im Gesamtpaket spielt, ne? Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Wenn man das jetzt einzeln spielt, dann ist das halt so ein bisschen ernüchternd. Aber wenn man das im Ganzen spielt, wenn das alles einmal komplett veröffentlicht ist, dann ist es was anderes. Das muss man immer bedenken. Das ist ein großer Unterschied. Das war bei der Eisblutsaga auch so. Trotzdem war die nicht gut, aber diesen Effekt, den haben wir jetzt wahrscheinlich auch.
So, wir fangen jetzt aber an mit dem 16. Kapitel. In tiefsten Tiefen. Hier auch nochmal kurzer Hinweis, wenn Sie das nicht jetzt schon behoben haben, weil es kam noch ein kleiner Patch jetzt, bevor ich das gestartet habe, aber eigentlich glaube ich nicht, dass Sie es das behoben haben. Es gibt so ein paar Voice Lines, vor allen Dingen von Rama und am Ende auch von meinem Hauptcharakter, die nicht vertont sind. Da hat ArenaNet irgendetwas verkackt, was auch immer. Aber da gibt es teilweise Vertonungsprobleme. Außerdem, der Bug ist schon behoben, aber es gab einen Bug, der so ein bisschen die Story aufhängen ließ. Das sollte jetzt aber auch nicht mehr passieren. Und ein paar Map-Bugs, die ist auch, glaube ich, schon behoben worden. Aber wir haben halt das Problem mit dem, mit den Vertonungen, das haben wir halt immer noch. Glaube ich zumindest. Also zumindest ist mir jetzt nichts irgendwie zu Ohren gekommen, dass das schon behoben wurde. So, ich starte das Kapitel neu. Und dann schauen wir mal, was uns so entgegengeworfen wird und wie es so weitergeht, nachdem wir eigentlich die Welt gerettet haben vor der Leere und alle eigentlich Urlaub machen wollten. So wie es ja klang am Ende, ne? Bei 15. So, wir sind drin, in der Story. Wir können jetzt, wir legen gleich den Brief. Ich mache erstmal hier nochmal kurz Daily Login, zack. So, von Detektiv Rama, ihr seid eingeladen. Hallo Freunde, genießt ihr die Ruhe und den Frieden, der jetzt herrscht? Nein, ich auch nicht. Was fangen die Leute bloß mit sich an? Falls ihr in letzter Zeit meine Gesellschaft vermisst habt, fühlt euch ruhig angesprochen. Trefft mich im Teehaus Rote Ente zum Essen und Trinken. Ich habe schon jede Menge Sushi bestellt und auch etwas Gutes zu essen. Rama. PS, bitte entschuldigt die allgemeine Einladung, aber es gibt so viel von euch. Es gibt so viele von euch und Papierkram ist nicht mehr so mein Ding. Ich bin im Ruhestand. Ja, okay, Rama, ist ja alles in Ordnung. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal, würde ich sagen, zu Rama gehen. Es gibt hier noch was Optionales, dass man ihm irgendwie ein Geschenk mitbringen soll. Eine Flasche Götterfels aus, diese von Shankwit in Might Whispern als Geschenk für Rama. Das könnte man machen. Ich habe es irgendwie noch nicht gemacht, aber Götterfels? Ich guck mal kurz. Ist da irgendwie ein Stern in Götterfels? Gibt's so ein... In die Sackgasse. War ganz interessant. Ist das in Götterfels denn auch? Ich kenne da jetzt nichts, was so heißen sollte. Oh, keine Ahnung, ne? Die Sackgasse. Minister Wills Anwesen? Da steht der Götterfels. Vielleicht ist das irgendwo ein Götterfels oder sowas, aber ich sehe hier an sich erstmal so gar nichts. Aber es wäre ja schon irgendwie cool, wenn wir ihm so ein Geschenk mitbringen. Ich weiß aber nur nicht, wo das ist. Wo hier dieses optional ist. Das habe ich bei meinem Durchspielen, bei meinem eigenen Durchspielen hier auch nicht gemacht. Was ist denn das Maiden Whispern? Das ist ja super weird. Ja, ich guck mal nach, wo das ist. Na, also. Ich mache mal hier kurz einen Cut. So, Leute, ich hab's gefunden. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Es ist wirklich eine Sehenswürdigkeit, auch in Götterfels. Hätte ich eigentlich, wo ich eben gerade noch so ein bisschen umgeguckt habe, sehen sollen. Es ist in Rurikstadt und das ist zwar hier. Hier ist es, das ist es. Da ist das Ding.
Und da soll man dann irgendwie einen optionalen, da soll man irgendwie ein Geschenk für Rama kaufen. Hier eine Flasche Götterfels auslese. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, das machen wir einfach mal. Ich habe das noch nicht, das ist dann auch ein bisschen neu für mich, weil ich habe das halt im vorherigen Playthrough, wo die Aufnahme kaputt war, bei Kanton, da habe ich es halt nicht gemacht. Aber jetzt mache ich das mal. Ich würde mal sagen, das gehen wir an, aber erstmal würde ich halt gerne das Portal hier benutzen, um dahin zu gehen, weil das ist mal so ein bisschen teuer von Kanta rüber, sich zu teleportieren. Das ist aber so, na, weil der Weg weit ist, kostet das immer so viel und dann nehme ich dann doch lieber das Portal, da kann man ein bisschen Geld sparen. So, haben wir hier irgendwo, haben wir hier Götterfels? Ah, perfekt, Götterfels, da gehen wir hin. Passt ja perfekt. So, und ab hier können wir uns auch teleportieren. Innerhalb von Städten ist das Teleportieren ja kostenlos. Falls es euch noch nie aufgefallen ist. Irgendwo hier so hin. Das ist schon ganz gut in der Nähe, ne? Oh, ja, bitte. Bitte tu es. Ah, jetzt wird hier auch ein Stern angezeigt. Guck mal. Ah, okay. Also theoretisch hätte ich gar nicht danach gucken müssen, sondern es wird einfach auch ein Stern angezeigt. Also, gut. Das ist dann ja nicht so schlimm. Also nicht so schwer und schlimm zu finden. Ne? Einzig ist es, den Eingang zu finden. Ne? Das wird einem jetzt nicht gesagt, wo der ist. Hä? Ach, da. Einmal rumgehen, natürlich. Das ist auch die Taverne, wo man hier eine Story-Dings hat, wo man hier oben so einen Kampf hat. Das ist doch, glaube ich, die, oder? Guck mal kurz, weil das, bei der persönlichen Story hat man doch hier auch irgendwie in so einer Taverne so einen Kampf oben. Oder? Nee, die ist das nicht. Wobei man auch ehrlich gesagt sagen muss, dass die Tavernen alle irgendwie in Guild Wars 2 teilweise gleich aussehen. Aber gut. Na gut, so, ich soll jetzt hier was kaufen. Nee, von dir nicht. Von dir hier. Einmal Götterfels auslese. Da. Ah, guck mal, kann man sich gönnen mal. Zack. Gekauft. Danke. Und somit ist das Optionale abgeschlossen. Das ist doch super. Jetzt öffne ich mal hier kurz. Götterfels auslese. Kann ich. Ja, was mach ich mal kurz weg. Und ich möchte jetzt gerne erstmal nach Aberstein zurück. Und dann bin ich ja sehr in der Nähe von Kaining, von Neu-Kaining. Und dann können wir da mal das Ganze unseren lieben Rama dann schenken. Da müssen wir hin. Nur gibt's ja. Ja, ich guck mal vielleicht, ob wir irgendwie Raptor-Taxi oder sowas nehmen können oder so. Weil das ist doch echt schon arg weit, ne? Und ich glaube, da muss dann hoch, ne? Da muss dann auch so blöd hoch, ne? Loading Edition hier. Da, irgendwo da oben. Haben wir in der Nähe ein Raptor-Taxi? Oh, das wird hier auf der Map nicht angezeigt. Doch, es wird auf der Map angezeigt, aber hier in der Nähe habe ich keins. Ah, da führt ein Raptor-Taxi hin, ne? Aber hier ist kein. Wieso haben die nicht keins? Das ist ja doof. Ja, dann müssen wir da leider hinfliegen. Mit keinem Weg dran vorbei.
Hä? Hey, es hängt meine Skyscale hier an dieser Kante fest. Was soll das denn? Das Ministerium der Zack. Natürlich ist sie auch das Event. Dann aber schnell mal hier die Instanz starten. So, leider haben wir ja, wie gesagt, hier keine Sprachausgabe, was ein bisschen schade ist. Aber ja, müssen wir jetzt mit leben. Dafür werde ich jetzt mal gucken, wie das ist, wenn man Rama jetzt das Geschenk gibt. Beide oben in der Planung für die Feier. Habt ihr Hauptmann Min eingeladen? Ich weiß nicht recht. Sie hat die ganze Zeit mit Madame June Forschung betrieben. Biomechatronik, alternative Energien. Faszinierende Technologie. Kommandeur, wie schön, dass ihr hier seid. Ja. Ihr seht erschöpft aus. Worum geht es hier eigentlich? Moment mal. Habt ihr euch verlobt, Rama? Ihr mögt doch gar kein Sushi. Ist das in Herzform? So, optional, gib Rama dein Geschenk. Ah, perfekt. Das können wir natürlich, weil wir haben es ja auch. Jetzt können wir, also wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt einerseits anfangen zu essen, hier ganz viele Sachen essen, das füllt den Balken hier oben. Oder wir können auch mit den Leuten reden und dann noch eine Sache essen und das füllt den Balken genau. Am Ende können wir trotzdem nochmal mit den Leuten alle reden. Aber ich nehme lieber das Reden, weil das ist ja auch das Spannendere. Denn wir machen das ja wegen der Story. Also wollen wir natürlich auch ein bisschen was erfahren. Vor allen Dingen wollen wir Rama sein Geschenk geben, was wir jetzt hier geholt haben. Für 7 Silber, ja, das ist schon nicht ohne. Schön, dass ihr da seid. Wenigstens ihr lasst euch blicken. Ich habe euch von zu Hause was mitgebracht als kleinen Dank für eure Mühen. Ihr habt das für mich besorgt. Ich danke euch, Kommandeur. Gern geschehen. Wir haben ein Achievement bekommen. Geil. Guck mal, er ist happy. Dann frage ich mal, hattet ihr gehofft, dass mehr Leute kommen? Ja, eigentlich schon, aber die sind scheinbar irgendwie, haben Besseres zu tun. Das ist ja schade. Ja. Übrigens, Pro-Tipp für diejenigen, die dann sagen, ja, wieso hat's denn nicht gewartet? Die Vertonung da ist. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis er Arena das mal checkt und die Vertonung da reinbaut. Deswegen mache ich das jetzt. Ist halt so, ne? Geht vor 2, mache ich gerne, spiele ich gerne. Und dann müssen wir eben auch sowas hier, so eine halbe Corona Edition, müssen wir dann eben auch daneben mal über uns bringen. Aber Pro-Chip, das was ich eigentlich sagen wollte, man kann Videos pausieren. Ne? Und auch zurückspulen und vorspulen und so, ne? Ich freue mich, euch zu sehen, Kommandeur. Tolle Party, was? Wie geht es, Timmy? June hat viel für sie zu tun. Und das ist ihr auch sehr recht. Aber ich wünschte doch, sie würde öfter mal Pause machen. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass Timmy ja noch diese eine Krankheit hat mit ihrem Bein. Und die schreitet ja immer weiter voran. Und ja, das wird bestimmt irgendwann auch noch ein Thema werden. Was kann ich für euch tun? Und wie läuft denn so das Geschäft? Die Leute tafeln, wenn sie glücklich sind, stopfen sich voll, wenn sie traurig sind. Immer wenn das Leben unberechenbar wird, essen sie ihre Ängste einfach auf. Wir haben derzeit extrem viel zu tun. Ja, vor allen Dingen du mit deinem
halten von einem Tablett mit herzförmigen Sushi sehr viel zu tun. Wie lange sind Sie schon hier? Der Redselige ist gerade erst gekommen. Der Gutaussehende ist schon eine Weile da. Macht einen ziemlich nervösen Eindruck. Ich gehe mal davon aus, dass er gutaussehende Rama ist. Was hat es denn mit den herzförmigen Sushi auf sich? Ach ja, eine spezielle Bestellung, genau nach Anforderung zubereitet. Exquisite Arbeit unseres Küchenchefs. Aber der Herr hat sich geweigert, es zu probieren. Sag mal so, es ist fucking nur Sushi in Herzform. Das wird wahrscheinlich genauso schmecken, als wäre das Sushi aber nur rund. Also er weigert sich dann wohl eher wegen der Herzform es zu essen. Sehr schade. Ist bestimmt voll lecker, deswegen werde ich das jetzt mal essen. Hier, herzförmiges Sushi. Bestimmt voll gut. So. Der Tisch ist mit verschiedenen delikaten Erfrischungen für Ramas Gäste gedeckt. Oh, das sieht lecker aus. Da greife ich mal zu. So, ich habe in meinem Playthrough habe ich den Tee benutzt. Dann kann man so Tee trinken. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt eine Sushi-Rolle nehme oder so. Ja. Geil. Okay, ich wollte eigentlich Sushi und keine Suppe. Aber gut, dann habe ich jetzt halt eine Suppe. Die so groß ist, dass ein Stück davon in mir reinglitscht. Ja, also das kenne ich auch nicht so anders von ArenaNet. Dann essen wir die mal. Ja. Oder wir fressen. Geil. Geil. Ah, mega. Ah, geil. Geile Suppe. Apropos Detektivbüro. Ah, da ist Tiny. Ich schalte euch auf Lautsprecher. Ich bin bei Ramas Party mit dem Kommandeur und Rama. Oh, ach ja. Schade, dass ich es nicht geschafft habe. Also, jetzt hört euch mal das an. Yao hat June berichtet, dass die Jadebruderschaft tief in einem Bergwerk eine Art äußerst energiegeladene Jade entdeckt hat. Aber... Yao hat mir erzählt, dass Jul Mo von seltsamen Vorkommnissen gesprochen hat. Aggressive Kreaturen, vermisste Mitglieder der Bruderschaft. Das klingt wie... eine gute Gelegenheit. Ich wollte ein Problem sagen, aber... Es ist auch ein Problem. Sehr beunruhigend. Ich werde dem nachgehen. Mit wem sprecht ihr da? Ist das Garrick? Na gut, wir unterhalten uns später weiter, Timmy. Jetzt gilt, wir tun es wirklich. Das Detektivbüro der... Ich habe den Antrag schon vor Wochen eingereicht. Kopien liegen auf dem Tisch. Schaut mal nach. Oh nein. Gorik ist wieder ein bisschen vorschnell. Er will ja unbedingt sein Detektivbüro da eröffnen. Ne? Aber gut. Ist ja so versessen von Marjorie und so weiter und so fort, ne, die ja auch dieses Detektivbüro hatten. In Lebendige Welt of Lines. Jetzt will Gorik das auch. Das so gut ist. Naja, mal sehen, ne? So, hier ist das Antragsformular. Das Ministerium für Ermittlungsdienstleistungen gewährt hiermit dem Detektivbüro der Freunde eine wechselseitig anerkannte Partnerschaft. Über den Namen können wir später reden. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir uns einen Ruf erwerben müssen. Außerdem, wenn es eine neue Energiequelle gibt, sollten wir doch wohl darüber Bescheid wissen. Oder wollt ihr lieber darauf vertrauen, dass die Bruderschaft das Richtige tut? Und was, wenn Yao auf Schwierigkeiten stößt? Dann können wir helfen. Nicht wahr, Kommandeur? Ach, Unrecht habt ihr nicht. Das wird uns schnell bekannt machen. Ich kann die Ermittlungen leiten. Ihr habt natürlich Mitspracherecht. Dann können wir uns bald vor Kundschaft nicht mehr retten. Äh...
Porik ist wieder so ein bisschen übermotiviert, kann man sagen. So, lesen wir erstmal den Text hier. Und zwar das MED-Antragsformular C-B. Primäre Antragstellername Gorik. Sekundäre Antragstellername Rama. Firmenname das Detektivbüro oder Freunde. Das Ministerium für Ermittlungsdienstleistungen gewährt hier mit dem Detektivbüro oder Freunde eine wechselseitig anerkannte Partnerschaft, die Befugnis, alle im Rahmen des Betriebes und der Verwaltung einer privaten Ermittlungsagentur anfallenden Aufgaben, Funktionen und Verpflichtungen wahrzunehmen. Diese unterliegen den im beigefügten Kodex Gesetze, Regeln und Richtlinien des MED für private Ermittlungsagenturen 512-PIA niederlegten Gesetzen, Regeln und Richtlinien. So. Und nicht anders. Hi Rama, hast du noch was zu... Ups, weil ich das anvisiert habe noch. Hast du noch was zu erzählen? Hey, komm, du hörst, schön, dass ihr es geschafft habt. Was haltet ihr von dieser Idee mit dem Detektivbüro? Weil er redet immer noch von Urlaub. Was denkt ihr denn von Gorik als Detektiv? Danke, Rama. Ganz bestimmt werden wir... Ja, also Marjorie, die ist ja die Oberdetektivin hier von uns allen, ne? Irgendwie schon so. Und Gorik. Ja, Gorik hat auch schon viel geleistet, sag ich mal. Und er ist lustig. Ich finde schon, dass es cool ist, dass er das machen will. Was haltet ihr denn von Zhao? Aha, ja. Mhm. Okay. Ja. Nun, habt ihr denn ein Problem damit, der Bruderschaft zu helfen? Nun gut. So, was mit dir, Gorik? Oh, das war aufregend, was? Ja, die Party war richtig toll. Er sieht so aus, als würde es mit der Agentur was werden. Wir warten nur noch den Antrag ab, dann sind wir offiziell im Geschäft. Ich spüre irgendwie, dass Rama Bedenken hat. So eine Stabsidee, ja. Genau. Aber ich bin sicher, wenn wir erst anfangen zu ermitteln, ist er voll dabei. Marjorie reagiert gar nicht auf meine täglichen Berichte. Wahrscheinlich hat sie gerade andere Prioritäten. Kann man ja verstehen. Ich werde Ivan Bescheid geben, falls wir ein Schiff brauchen oder einen Katzensitter. Aber bis auf Weiteres werden Rama und ich schon mit allem fertig. Na, mal sehen. Das, ne, hat sie. Das müsst ihr auch erstmal zeigen, dass das so ist. Ihr treibt die Geschäfte der Agentur voran. Ihr wollt wohl Hauptdetektiv werden. Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Es ist doch eine Agentur, die aus Freunden besteht. Aber ich habe mit mehreren beeindruckenden Anführern zusammengearbeitet, einschließlich euch. Und, naja, ich möchte es einfach mal probieren. Ja. Erst Joey und jetzt lernt auch ihr Ramas Berufsgeheimnisse kennen? Ja, aber er ist in letzter Zeit etwas abgelenkt. Diese Ermittlung gibt Rama die Chance, sich auf etwas zu konzentrieren und mir die Gelegenheit zum Beobachten und Lernen. Okay, was sagst du noch? Was kann ich für euch tun? Gar nichts, okay. Ja, dann sind wir hier fertig. Und können raus. Wie schön. Ja, Map-Erkundung und sowas gibt es auf der neuen Map natürlich auch. Ja, das wird so passieren. Ich klicke mal hier kurz in meiner Skyscanning wohin, wo ich nicht vom Event betroffen werde. Betroffen bin, ne? Falls sie mich denn da angreifen wollen. Also, hier Map-Erkundung gibt es auch
wieder, ne? Wir haben eine neue Map und so. Das werde ich auch alles noch machen. Also zumindest den Bereich, den ich noch nicht erkundet habe. Ja, da geht es nämlich jetzt auch langsam so hin. Also wir müssen hier hin. Da, das ist bei mir jetzt so ein komisches, ja, lilanes Icon. Bedeutet, ich kann das wiederholen. Wenn ich da jetzt aber bin, dann wird das zu einem Grün. Das ist ein bisschen blöd, wenn man das wiederholt. Aber da müssen wir halt hin. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.